Yo! Was geht ab, meine Freunde? Scheint zu wieder am Start mit einem neuen Video. Und diesmal mit einer weiteren Folge Amazing Graffiti Stories. Für die Person unter euch, die das nicht sagt, mir wurden diese Stories anonym zugeschickt und ich lese diese einfach nur vor. Wo ihr weitere Stories einschicken könnt, findet ihr in der Beschreibung, daher auf jeden Fall mal die Beschreibung durchlesen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hi Schein. Lange habe ich überlegt, ob ich meine Story einschicken soll oder nicht. Aber hier ist sie. Ich habe alle Namen bereits geändert. Es ist mittlerweile schon etwas länger her, doch ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ich war damals frisch in eine Großstadt gezogen und war auch schon eine Weile in der Szene aktiv. Doch bisher habe ich nie wirklich große Aktionen gemacht, größtenteils kleinere Pieces oder Tags. Durch die ganze Übung auf Papier konnte ich schon komplexere Styles kicken. Ich wurde sehr von meinem Geburtsort geprägt, was meinen Style betrifft, und merkte sofort, dass es in meiner neuen Heimatstadt anders war. Und ich dachte nur zu mir selbst, Junge, dein Style wird dir echt auffallen. Doch ich war schon sehr lange nicht mehr unterwegs, also blieb ich erstmal meinem Blackbook treu. Es dauerte nicht lange, dass ich durch meine Freundin, wegen der ich erst umgezogen war, neue Leute kennenlernte. Der erste war Malte. Er war ein wenig jünger als ich. Wir unterhielten uns ein wenig und als ich gerade eine rauchen war, knallte er mir plötzlich mein Blackbook auf den Tisch und schaute mich an. Er war etwas aufgeregt und plötzlich fragte er mich, sind das deine Sketches hier drin? Ich erwiderte danach ja. Er sagte mir in einem aufgeregten Ton, deine Dinger sind der Burner, du musst jemanden kennenlernen. Ich gab ihm die Hand darauf und sagte, okay. Am nächsten Tag klingelte er bei mir und sagte, ich müsste sofort runterkommen. Also ging ich langsam die Treppen runter und machte mir eine Zigarette an. Unten angekommen, gab ich ihm einen Faustcheck und sagte, na Digga, alles gut? Er erwiderte, ja, klar, wir müssen los, hast du Zeit? Ich sagte, ja, klar, sonst wäre ich ja nicht runtergekommen, oder? Wir stiegen ins Auto und fuhren los, durch sämtliche Bezirke, und er zeigte mir immer wieder Pieces, die er gemalt hatte. Als wir an einem alten Fabrikgelände ankamen, sagte er nur fröhlich, da wären wir. Ich meinte nur, und was ist das? Es sah aus wie eine alte Lagerhalle oder sowas. Wir stiegen aus und kletterten durch ein Fenster rein und Malte schaute mich an. Das, mein Freund, ist unser Chillspot. Unsere zweite Heimat und jetzt auch deine. Ich nickte kurz. Wir gingen weiter durch das Gebäude. Weiter hinten, in einem großen Raum, der eindeutig als Büro diente, saßen zwei andere Typen. Circa in Maltes Alter. Er machte uns bekannt. Das sind Till und Kevin. Ich stellte mich kurz vor und reichte ihnen die Hand. Die beiden schauten mich erst einmal sehr skeptisch an, aber schließlich begrüßten sie mich auch. Wir verbrachten den ganzen Tag und einen Teil des Abends in diesem Gebäude. Wir tranken ein paar Bier und sketchten zusammen. Ein paar Tage später waren wir schon richtig gute Freunde geworden. Ich ging wieder zu der Halle, zu unserem Chillspot. Ich begrüßte alle, als Kevin mich plötzlich ganz komisch anschaute und meinte, Digga, bist du dabei? Ich fragte, bei was denn? Wir wollen eine Crew gründen und das soll unsere neue Base werden. Ich überlegte nicht lange und sagte sofort zu. Der Platz war ideal abgelegen und niemand kümmerte sich um diese alte Halle. Am nächsten Tag kam ich mit einem Rucksack voller Kannen zu unserer neuen Basis. Die anderen hatten auch welche dabei und sofort ging es los. Dosen raus, schütteln und die Wände verschönern. Ich nahm die große Wand, die man, sobald man die Halle betritt, sieht. Ich zog die First Lines und dann das Fill-In. Malte schaute mich an und meinte nur, was wird das denn, wenn es fertig ist? Ich sagte zu ihm, beruhig dich und warte erstmal ab. Er ging wieder an seine Wand und ich machte weiter. Mittlerweile hatte auch mein Charakter Farbe bekommen. Outlines, Seki, Highlights, Tags und boom, es war fertig. An der Wand prangte nun ein Style mit drei Buchstaben und zwei Charaktern. Die anderen kamen rein und sagten nur, sick, Digga. Ich war sau stolz, dass mir das Piece und die Characters so gut gelungen waren. Dann sagte ich, das ist unser Crewname, das sind wir, Leute. 3 Wochen später. Wir hatten uns verbreitet. Überall konnte man unseren Namen lesen. Von meiner Freundin hatte ich mich mittlerweile getrennt, weil sie es hasste, was wir taten.
Doch ich liebte es. Ich liebte es, endlich wieder aktiv dabei zu sein. Ich fing selbst an, in einem Graffiti-Shop zu arbeiten. Natürlich wusste dort niemand, dass ich illegal male. Sie dachten, ich würde einen anderen Namen taggen und das nur legal. Nach Feierabend ein paar Dosen gekauft und einen schönen Feierabend gewünscht. Dann ging es sofort wieder zu unserem Chillspot. Wir trafen uns dort täglich. Nachdem etwas Zeit verging, bekamen wir alle Hunger. Also versteckten wir unsere Rucksäcke unter den Bodenplatten im Büro und machten uns ab zum Dönerladen, der nicht mal 10 Minuten entfernt war mit dem Auto. Also fuhren wir mit allen schnell hin. Jeder kaufte sich was zu essen und dann wieder ab zurück. Eigentlich nur ein Ding für ein paar Minuten. Was soll da schon groß passieren? Dachten wir. Als wir aber wieder zurück waren, bekamen wir einen Schock. Unsere Rucksäcke und die Dosen inklusive Blackbooks waren weg. Einfach weg, nicht mehr da. Ich konnte es nicht fassen. Wir dachten sofort, die Cops hätten einen Tipp bekommen. Doch plötzlich hörten wir in dem unteren Teil des Gebäudes ein Klappern. Ich rief nur, Jungs, runter! Wir müssen wissen, welche Typen unsere Cans und Blackbooks haben. Wir rannten die Treppen runter, voller Adrenalin und Anspannung. Die kriegen wir. Die kommen nicht so einfach davon. Unten angekommen stand eine Gruppe vor uns. Drei Typen, die sich selbst feierten. Ich brüllte sofort, hey ihr Anfänger! Was fällt euch ein, unsere Cans zu racken und in unsere Basis zu taggen? Einer dieser Typen schaute mich an und sagte, ach, ihr seid also diese neue Crew. Anschließend sagte er, wer sie waren. Eine Crew von Leuten, die nur Anti-Style malten. Kevin entgegnete ihnen nur, Anti-Style malen nur Anfänger. Ich war bereit, mich zu boxen. Doch die Jungs warfen uns unsere Rucksäcke zu und verschwanden. Als sie gingen, sagte einer von ihnen, das werdet ihr noch bereuen. In den nächsten Tagen fiel uns in unserer Stadt immer wieder Tags gegen uns auf. Typen nutzten jeden Platz. Sie crossten sämtliche Pieces von uns. Ich war einfach nur wütend und meinte zu meinen Jungs, lasst uns denen zeigen, dass sie nur Anfänger sind. Alter sagte, wie denn? Hast du einen Plan? Wir ballern ein Whole Car. Nur ein simples Fuck und deren Crewkürzel. Alle stimmten mir zu. Der Plan stand auch schon. Wir zogen noch in derselben Nacht los. Abends trafen wir uns gegen 23 Uhr, um noch einmal in Ruhe den Spot zu checken. Dort angekommen stand es für jeden zu 100% fest. Wir ziehen das durch und zeigen es denen. Nachdem wir etwas die Gegend beobachtet hatten, ging es los für uns. Dosen schütteln, Masken auf und los, durch das Loch im Zaun in das Yard. Wir schauten uns andauernd um, während wir so schnell wie es geht sprinteten. Im Yard angekommen, checkten wir erst einmal die Lage. Ab jetzt Fresse halten, sagte ich. Wir gingen vorsichtig zum Zug. Jetzt musste es schnell gehen. Ich zog die First Lines. Malte machte das Fill-In. Dann kam Kevin und machte den Background fertig. Und zum Schluss die Outlines von Till. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, doch ich konnte es nicht lassen. Ich war so hasserfüllt und setzte noch einen Tag mit. The Big Takeover, ihr... Gerade als ich das Tag fertig hatte, schrie jemand, Scheiße Leute, da ist ein Checker! Ich rannte mit der Dose in der Hand in Richtung Zaun, bis plötzlich ein Checker zwischen den Zügen hervorsprang und genau vor mir stand. Ohne zu zögern, schlug ich in meinem Rennen den Boden der Dose voll ins Gesicht und lief weiter. Komplett voller Adrenalin gepumpt, liefen wir die Schienen entlang. Etwas später sah ich auf der rechten Seite ein Gebüsch, in dem ich mich sofort versteckte. Als ich mich im Gebüsch versteckt hielt, hörte ich nur noch Martinshörner und sah überall nur Blaulicht. Wir hatten uns alle aufgeteilt. Ich flüchtete weiter in eine Seitenstraße, in der ein Kumpel wohnte. Dort klingelte ich wie verrückt. Er ließ mich rein und so konnte ich entwischen. Ich dachte nur die ganze Zeit, hoffentlich haben sie keinen gebastelt. Und wenn, hoffentlich halten sie alle dicht. Ich lief bei meinem Kollegen, um nicht noch einmal das Haus verlassen zu müssen. Am nächsten Tag ging ich nach Hause in neuen Klamotten und ohne Dosen. Die bunkerte ich bei meinem Kollegen im Keller. Kaum in meiner Wohnung angekommen, klingelte es und ich schaute total paranoid aus dem Fenster. Und ich konnte es nicht fassen. Alle drei Atzen standen da. Ich ließ sie rein und
Wir stießen jeder mit einem Glas Whisky auf die Aktion an. Till schaute mich leicht verstört an und meinte nur zornig: Ich fasse es nicht, dass du den Checker geboxt hast, Mann! Was zur Hölle ist in dich gefahren? Wir stritten uns lange darüber. Ich sagte, ich habe das für uns getan. Nach einem klärenden Gespräch gaben wir uns die Faust und sagten unseren Crewnamen zusammen. Die nächsten Tage verliefen ganz normal. Frühstück, dann zur Arbeit und dann mit der Crew chillen. Doch am Mittwochmorgen, kurz bevor ich zur Arbeit wollte, klingelte und klopfte es. Aufmachen, Polizei! Ich wurde kreidebleich. Schnell ließ ich die Beweise beseitigen und rief nur: Komme sofort, einen Moment! Als ich die Tür öffnete, schauten mich drei Polizisten an und fingen an zu erklären. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass sie ein illegaler Graffiti-Sprüher sind. Hier haben wir einen Durchsuchungsbefehl dabei. Ich war baff, aber zum Glück konnte ich noch meine Haltung bewahren und sagte einfach nur: Ich habe nichts zu verbergen, kommen Sie ruhig rein. Der Polizist fragte mich einiges. Was hat denn gerade so lange gedauert? Und warum arbeiten Sie ausgerechnet in diesem Shop in der Innenstadt? Ich antwortete ganz locker: Ich müsste mich gerade noch anziehen und ja, ich brauche auch Geld zum Leben. Der Polizist schaute mich skeptisch an. Ich setzte mich hin und ließ die Polizisten ihr Ding machen. Bis circa 10 Minuten später einer von ihnen rief: Was haben wir denn hier? Kam zu uns und wedelte mit einem Sketch vor meiner Nase herum. Sofort wurden mir Handschellen angelegt und sie sagte mir, dass ich mit zur Wache kommen muss. Stundenlang wurde ich verhört, wurde gefragt, ob ich den kenne und den. Sie zeigten mir Bilder und fragten bei jedem, ob ich weiß, wer das war. Natürlich sagte ich nichts. Knapp 9 Stunden dürfte ich gehen. Doch eine Frage beschäftigte mich: Wer hat ihnen den Hinweis gegeben? Als ich zu Hause ankam, rief ich erstmal bei der Arbeit an und erklärte alles. Der Chef meinte nur: Okay, dann weiß ich Bescheid, aber du bist ja legaler Graffiti-Künstler. Von daher sehen wir uns morgen wieder. Er legte auf und plötzlich klingelte es an der Tür. Ich war schon genervt genug und öffnete die Tür und sah meine Ex vor mir stehen. Mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Was willst du denn? Warum gehst du mir jetzt auch noch auf den Keks? Was willst du hier? Sie meinte nur: Naja, du hast jetzt endlich deine Strafe bekommen. Das, was du verdienst. Drehte sich um und ging wieder. Sofort wurde mir bewusst, dass sie es war, die Polizei den Tipp gegeben hat. Wie das alles endete? Ich bekam ein halbes Jahr auf Bewährung aufgrund meiner vielen Vorstrafen. Verlor meinen Job. Musste eine Geldstrafe zahlen und zusätzlich zog ich zurück in meinen Geburtsort. Seitdem male ich nur noch legal. So, das war's auch schon von der Story. Vielen lieben Dank an den Dude, der sich die Mühe gemacht hat und mir die Story zugeschickt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir nochmal Feedback da. Entweder einen Daumen hoch, Daumen runter oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Vergesst nicht, für weitere Graffiti-Stories den Kanal zu abonnieren und auch ganz wichtig, auch wenn man es 100-mal sagt, aber es ist wirklich wichtig, die Glocke zu aktivieren. Auch bei meinem letzten Video und auch bei der letzten Story wurden viele erst spät oder gar nicht benachrichtigt. Daher ganz wichtig, aktiviere die Glocke und alle Benachrichtigungen. Wenn du gerade erst neu auf den Kanal gestoßen bist, findest du hier oben rechts eine Playlist zu jeder Graffiti-Story. Und übrigens gibt es noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Und zwar mache ich den Kanal momentan nicht mehr alleine. Sondern ich habe jemanden dazugeholt, der auch Ahnung vom Schnitt hat, der mir hilft, Videos zu schneiden und auch Videos aufzunehmen. Damit ich mich eben eher auf das Künstlerische fokussieren kann, eher auf meinen Style zu verbessern, an der Wand zu malen, Sketches zu machen und so weiter. Der liebe DJ Hardfeelings hilft mir dabei, daher vielen lieben Dank an dich, mein Lieber. Und jedes Video, was vom DJ geschnitten worden ist, werdet ihr ganz am Ende sehen. Oben rechts kommt eine Animation, wo dann eben drin steht, geschnitten von DJ Hardfeelings. Bisher hat er auch schon ein paar Videos von mir geschnitten, wie zum Beispiel das vorletzte Video, Making Street Art. Oder als ich in Berlin gemalt habe. Das Video The Purple Wall, wo er mit 7-8 Leuten zusammen gesprüht hat, hat er auch geschnitten. Dann das Video Graffiti Color Splash, sowie Graffiti Spray mit Abonnenten. Das sind Videos, die er alle geschnitten hat. Daher vielen lieben Dank, mein Lieber. Und wie gesagt, wenn er die Videos schneidet, ist es hinten in der Endcard verlinkt. Schaut mal bei ihm vorbei, Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Und jetzt sage ich, macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao!
Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts, like jumping off.